Verbessere deine Ausrüstung und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Beneschers. Ich bin gerade irgendwie voll im Spiel drin und suchte es hintereinander eine Folge nach der anderen vorweg, hintereinander weg. Unterschlüpfe erlauben es dir, deine Ausrüstung über das Inventarmenü zu verbessern. Ausruhen, drei Sudladungen. Entwicklung, schnelles Reisen. Oh. Sieh dir deine Ausrüstung an und verbessere sie. Drei Upgrades verfügbar. Kleidung. Nahkampfangriffe verursachen 5% mehr Nahkampfangriffe verursachen 5% mehr Schaden. Aufrüsten verfügbar. So rum. Ja, wie rüste ich den jetzt auf? Hier draufklicken. Oder? Amboss? Verschlossen, verschlossen. Okay. Unbegrenzte Macht. Sehr schön. Jetzt habe ich aber nichts mehr zum Aufwerten. Schlecht. Das ist übrigens, glaube ich, das Gewand, was ich dazu gekauft hatte. Weil es gab die Möglichkeit, noch einen Zusatz dazu zu kaufen für 2,99. Im Endeffekt sowas wie ein... wie nennt sich das jetzt? Nicht DC, wie so eine Special Edition sozusagen, dass man bessere Ausrüstung und so weiter dabei hat. Red verursacht mit dem vierten leichten bzw. schweren Angriff 50% mehr Schaden. Ja, würde ich gerne, habe ich aber, ja, dachte ich mir gerade schon, habe ich aber nicht genug Rohstoffe für. Schade. Red erleidet 5% weniger Schaden, wäre auch gut. Oh ja, das können wir machen, okay. Jetzt wissen wir zumindest, wofür wir die ganzen Sachen hier gesammelt haben. Und Bannring. Du erleidest 5% weniger Schaden. Ist das gleiche wie da, Aber Red erleidet weniger Schaden. Okay. Kann ich das? Das kann ich, ne? Dann machen wir das doch. Aber das scheint ihr Bannring jetzt zu sein, oder nicht? Also hier unten steht Reds erster Bannring. Du erleidest weniger Schaden. Aber ich denke mal, das rechte wird wahrscheinlich... Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, warum sie jetzt da reingekommen ist und nicht er. Das sind die Gegenstände. Okay. Gut. Ja, gut zu wissen alles. Und gut, dass das so einfach geht. Dann gucken wir jetzt nochmal kurz die Entwicklung. Befrage und verändere deine Tagteam. Nach dem vierten leichten Angriff wird ein Schlagangriff ausgeführt, der Widerstände ignoriert. Die maximale Anzahl der Sudladungen wird um 1 erhöht. Ich weiß ja noch nicht mal, was Sudladungen sind. Das ist mein Problem. Ich glaube, das sind die Heilungen, oder? Das ist doch das, was man mit X machen kann. Dann wäre das bestimmt gut, wenn ich mir da erstmal ein Pünktchen reinsetze. Du erhältst 20% mehr Bannpunkte, aber der Schaden von Verbannen wird um 20% verringert. Aufgeladene schwere Angriffe hinterlassen einen Wirkungsbereich. Der springt aber so komisch nach vorne. Okay. Unnachgiebig. Jeder Gegner, der mit einem leichten Angriff getroffen wird, erhöht den Schaden von leichten Angriffen um 10%. Das hört sich sehr gut an. Wenn ein Gegner erfolgreich verbannt wird, verursacht der nächste schwere Angriff 200% mehr. Hört sich auch gut an. Problem ist nur, ich vergesse dann wahrscheinlich einen schweren Angriff zu machen. Deswegen aktiviere ich das jetzt erstmal. So, und jetzt haben wir keine Punkte mehr. Okay. Gut. Schnelles Reisen würde ich mal kurz gucken, wie das aussieht. Wenn man Unterschlüpfe entdeckt, dann kann man dazwischen hin und her schalten. Das Ende der Erde, Chronikziel, Ausgang suchen. Ja, und ansonsten, wir haben ja noch nichts entdeckt. Das sind also immer diese Lagerfeuer. Okay. Ja, cool. Kommst du mit? Oh, da ist wieder was. Waren da noch andere Sachen? Nee, ne? Ja, das ist nur das Lagerfeuer, aber hier blinkt sonst nichts mehr. Nee. Okay, dann... Auf nach New Eden, wo immer es auch liegt. Wir werden Vorräte brauchen und Geld für das Nötigste. Wir schaffen das.
zusammen. Ja, jetzt ist sie auf einmal so positiv eingestellt, ne? Davor hieß es nur, alle Geister verbannen, bloß keinen am Leben lassen. Was zum Teufel ist dir passiert? Was ist denn das Fragezeichen? Das ist wahrscheinlich die Hauptstory. Guck mal erstmal hier. Wenn du schon mit Salzkreisen spielst, dann tust zumindest richtig. Ja, dieser hier ist unterbrochen. Das war wohl nicht so besonders clever. Notiz des Dämonologen. 14. September. Bei einer unserer Erkundungsmissionen in diesem neuen Land, in dem wir vor so vielen Jahren ankamen, stießen Angarath und ich auf einen neuen Ort. Einen ganz besonderen Ort. Eine Höhle versteckt hinter einem Wasserfall, wo sie niemand vermuten würde. Ein befremdliches Gefühl der Leichtigkeit führte uns zu ihr. Als wäre der Schleier zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich dort dünn wie erstklassige französische Seide. Aus der Kammer strömte die Macht der Anderswelt. Unser Ort würde sich sicher gut für experimentelle Rituale eignen, war unser erster Gedanke. Die Höhle war größer, als wir zunächst angenommen hatten und bestand aus mehreren kleinen Bereichen. Angarath und ich befassten den Entschluss, den jungen Shelley auf unsere nächste Erkundungsmission mitzunehmen. Ein angenehmer Junge, aber völlig talentfrei. Doch sein Vater bestand darauf, dass er von erfahrenen Kultisten lernen sollte. Okay. Wir waren freudig überrascht, als wir entdeckten, dass die Pilze, die wir für unsere Rituale brauchten, an den Höhlenwänden wuchsen. Wir machten uns sogleich daran, sie zu sammeln, während ich bereits die Symbole zeichnete und die Rituale vorbereitete. Wir fühlten, wie unsere Kräfte um das Zehnfache anstiegen. Dann fehlt eine Seite. 18. September. Die Höhle ist gigantisch und voller Gefahren. Ich vernahm ein Wispern in der Dunkelheit. Etwas beobachtet uns. Weder Beldon noch Shelley konnten das Wispern hören. Behaupteten sie zumindest. Doch etwas verbirgt sich hier. Ich bin mir sicher. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist das Fieber, an dem ich vor einigen Wochen litt, noch nicht vollständig abgeklungen. Letzte Nacht erwischte ich den jungen Shelley dabei, wie er uns im Schlaf beobachtete und Selbstgespräche führte. Es war ein unheimliches Ereignis. Keine Leichen. Vielleicht haben die Wölfe sie sich geholt. Siehst du nicht die Zeichen an der Wand? Nein. Nimm meine Hand. Ich möchte etwas probieren. Nein, Y, Moment. So. Oh. Machen unsere Verbannerringe das möglich? Sie helfen uns, das Totenreich mit dem Lebendreich zu verbinden. Scheinbar gebe ich das, was ich sehe, durch diese Verbindung weiter. So, das heißt, mit Y kann ich... Stehen diese Netze aus Spektralspuren? Warte. Darf ich jetzt was sagen? Kann ich also hin und her switchen? Spektralnetz. Drücke A, um Spektralnetze zu entfernen und verhüllte Objekte oder Orte zu enthüllen. Die Dinge, die uns all die Jahre entgangen sein müssen. Die Toten verbergen mehr vor den Lebenden, als wir dachten. Das wird hilfreich sein. Das ist nicht hilfreich. Aber wir haben Schlüssel bekommen, so wie ich es mitbekommen habe. Ja, und wir können jetzt jederzeit wechseln. Sehr geil. Hier hinten sind auch nochmal Symbole. Cool. Kann ich jetzt die ganze Zeit mit ihr rumlaufen? Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, wenn Gegner kommen. Obwohl, stand da nicht eben was davon drin, dass sie erhöhten Schaden machen kann? Weil etwas ist in der Nähe. Besessenen Personen. Wo ist es? Das weiß ich nicht, aber sie sieht das so. Oh, aha. Ja, aber hallo, da ist sogar Geld drin. Und wer hat da bitte Spektralstaub reingestopft? Muss ich jetzt überall immer wechseln zwischen Toten und Lebendreich? Da kommen jetzt wieder Wölfe, oder? Oder Leichen. Das sieht mir so. Ja, natürlich.
Wir können sie gemeinsam bekämpfen. RB, ich weiß, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein, ich habe mich geheilt. Ich Idiot. Wieso heile ich jetzt einen Geist? Aber so viel mehr Schaden macht das nicht, oder? Oh, vielleicht auch doch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dank dir. Ich war keine große Hilfe. Doch, das warst du. Wirklich. Und dir geht es auch bald wieder gut. Alles wird besser. Okay. So langsam fängt das an, dass ich mir sage, okay, es ist sehr viel, was man sich jetzt merken muss. Ich meine, es geht noch. Es ist nicht wie bei Assassin's Creed, so nach dem Motto, drück Taste A und B und gleichzeitig Taste D, um den Angriff zu machen. Und drück Taste D und A, um den Angriff zu machen. Und ich wollte eigentlich die Karte haben. Moment. Rechts von... Obwohl, nee, das ist auch links von uns eigentlich. Hier ist ein Fragezeichen. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Nee, aber da kann ich was holen. Oh ja, natürlich. Okay. Ich habe dem Braten jetzt nicht ganz vertraut hier. Weil er hatte seine Waffen noch draußen. Kann man aber auch... Nee, da kann man nur hochklettern, ne? War hier noch was? Nee. Da komme ich dann wahrscheinlich wieder aufs Gleiche zurück, nehme ich an. Ich wollte mal eben kurz was gucken. Da unten war aber nichts, ne? Na, ich glaube nicht. Hallo, du sollst sie nehmen. Spirituelle Halskette. Ich konnte das aber nur im Lagerfeuer machen, oder? Nee, ich habe die jetzt automatisch drin, so wie es aussieht. Ah, ich kann die aber auch... Aha... Spektralresistenz, Weisheit, Zorn, Ausdauer. Kann nur an einen Unterschlupf geändert werden. Nee, kann ich also doch nicht hier machen. Aber ich kann es mir zumindest unterwegs angucken. Das ist ja auch schon mal was. So, und da wäre ich jetzt normalerweise... Genau. Sind da noch Pflanzen? Nee, ne, es ist direkt hier... Da muss man ja doch sehr extrem nachgucken, ne? Ob hier irgendwo Pflanzen sind. Das war gruselig. Der Boden, da war auf einmal kein Boden mehr. Der war nur noch voller Matsch und Schlamm. Die Höhle verlassen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Dennoch weiß ich immer noch nicht, was das da oben ist in der Leiste. Das ist so komisch. Jetzt ist es wieder weg. Oh, ich wollte dich gerade umbringen. Taucht die einfach so auf. Oh oh. Das hat sich aber gerade nicht gut angehört. War doch gerade was da. Da ist nichts. Aber hier habe ich irgendwo was blinken sehen. Genau. Dieser Schemen hat es auf die Leiche abgesehen. Schemen können versuchen, von Leichen Besitz zu ergreifen. Du kannst eine Besessenheit unterbrechen, indem du den Schemen angriffst, bevor er die Leiche erreicht. Ja, das war ja nicht. Ah!
Schemen. Er macht sich an die Leiche ran. Jetzt nicht mehr. Darf ich auch mitmachen? Ja, Entschuldigung. Die Region wimmelt es nur so vor Schemen. Nicht nur in New Edentown. Was ist hier passiert, dass der Schleier so dünn ist? Krieg? Invasion? Die Besiedlung von Land, in dem besonders viele Geister ihr Unwesen treiben? Kaninchen mag ich eigentlich, aber die hier sind gammelig. Daher haben selbst die Wölfe sie verschmäht. Lecker. Nee, das waren nicht die Pilze, ne? Pyrit. Lecker Pyrit. Es sind aber auch viele Gegner unterwegs. Und jedes Mal erschrecke ich mich, wenn sie auftaucht. Kann sie nicht irgendwie so ein Glöckchen oder sowas um den Hals tragen? Auch als Geist wäre das ganz hilfreich. Jagdausrüstung. Vielleicht sind unsere Fallensteller in der Nähe. Oh, da bist du aber ganz schön schnell raufgekommen. Daran müssen wir uns wohl erst gewöhnen. Alle beide. Also dieses Schreien, bin ich ganz ehrlich, das hört sich nicht gut an. Ich kann hier nur keinen Reim drauf machen, was es genau ist. Aber doch was, meine ich doch. Weil das hört sich nicht wie ein Wolf oder so an. Und her? Werden die Leute merken, dass ich heimgesucht werde? Kann sein, wenn sie Talent oder eine Ausbildung haben. Und was, wenn dich jemand sieht? Eher nicht. Hätten sie Talent oder eine Ausbildung, bräuchten sie uns Verbanner nicht. Da hat sie nicht ganz Unrecht. Und hinzu kommt für ihn natürlich negativ, dass wenn er die ganze Zeit Selbstgespräche führt, die Leute vielleicht wirklich denken könnten, dass er da irgendwo heimgesucht wird. Okay. Was wohl mit den Trappern in der Gegend hier passiert ist? Im Wald wimmelt es vor Schemen. Hoffentlich sind sie weg. Es war dann wohl einer. Hallo? Kann ich den noch untersuchen? Nee, da hinten, das kann ich nehmen. Moment, dann nehme ich erstmal das. Und das war's dann auch, so wie es aussieht. Ja. Das ist nicht der Ort, wo wir gestartet sind, oder? Da unten, kann man da runter? Ist es so am Leuchten? Das irritiert mich hier. Halt, da war noch was. Sehr gut. Können wir ja alles gebrauchen, ne? Oh. Jetzt habe ich gedacht, der Schatten da hinten ist ein Geist. Diese Hexen, die du erwähnt hast, müssen doch etwas über den Albtraum wissen. Ja, können wir ihnen trauen? Hexen lassen sich nur aus gutem Grund mit Menschen ein. Den müssen deine also gehabt haben. Wieso darf ich hier nicht hochspringen? Hallo? Haben wir hier noch irgendwas? Nee, okay. Dafür sind wir gleich am Zielort. Der noch geladen werden muss, so wie es aussieht. Hä? Ach, das ist ein Stein. Ach, ich dachte, das wäre so ein Kästchen. Oha. Ich glaube, ich sehe einen Übergang. Da drüben. Anzeichen von Zivilisation? Hab ich ein Glück. Also sie kann schnell hin und her reisen. Aber ich denke, wir müssen trotzdem den normalen Weg dahin nehmen, ne? Nichts. Nett hier. Abgesehen von den Wölfen und Schemen.
Habt ihr keine Wölfe und Schemen bei euch in den Highlands? Ja, aber unsere sind so brav, dass sie mir gestatten, zwischen den Kämpfen kurz Luft zu holen. Naja, gut, Wölfe sind ja von Grund auf sowieso nicht aggressiv. Schling-Efeu. Diese Schemen, die auf Pflanzensaft aus sind, mochte ich noch nie. Du verfügst nicht über die erforderliche Manifestation, um diesen Weg jetzt beschreiten zu können. Mehr durfte ich jetzt wieder nicht lesen, weil ich erst zuhören wollte. Danke. Vielen Dank. Ich muss mich anscheinend aufladen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Oh, Moment. Nee, sah nur so aus. Es war so bläulich im Leuchten. So grün-blau. Na gut, das heißt, wir müssen dann später nochmal zurück, oder wie? Oh, Alter. Schlechte Nachrichten. Die Brücke ist kaputt. Dann finden wir einen anderen Weg nach New Eden. Seltsam. Ich sehe Flecken, aber nicht die üblichen. Sie folgen einem Muster. Siehst du das nicht? Es zieht mich an. Nein, es zieht dich nicht an. Ich will hier hinten noch erstmal gucken. Untersuchen oder springt er dann runter? Meine Knöchel sind zwar robust, aber bei der Höhe, das wird nichts. Okay, gut. Ich dachte jetzt schon. Hier kannst du runterklettern. Also, die ziehen die an. Heißt was? Dass ich darüber springen kann? Ich kann da ja so nichts mitmachen, oder? Und immer wieder rauf und runter. Diese Flecken. Ich hätte sie greifen können, wäre ich stärker gewesen. Es ist schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Der Hunger ist zurück und wächst schnell. Jetzt schon? Also gut, lass uns was finden, das dich stärkt. Wir hatten jetzt so viele Tiere hier, ne? Also, eigentlich haben die nicht die Essenzen hinterlassen. Oh. Guten Tag. Ich dachte, du stürmst auf mich zu, aber nein. Vorsicht. Ich glaube, wir haben einen Nacht getroffen. Ja, sieht irgendwie so aus. Mach Platz. So. Haben wir sonst noch was? Da geht's weiter. Da. Was war das? Ach, das war ein Baumstumpf. Okay. Ja, ja. Okay. Da können wir zwar runter. Da drin befindet sich jemand. Jemand Beflecktes. Ein Geist oder was meinst du jetzt damit? Ben, du bist zurück. Oh, Verzeihung. Ihr seid jemand anderes. Seid ihr hungrig, mein Freund?
Der Eintopf ist zwar recht wässrig, aber dennoch teile ich ihn gern mit euch. Nett von dir, Junge. Aber nein, danke. Schon eine Weile her, dass ich ein menschliches Gesicht gesehen habe. Kommt ihr aus dem Lager? Seid ihr ein Jäger? Sowas in der Art. Red McWraith. Ich bin ein Verbanner. Wie in den Geschichten? Jacob Lind, ein Trapper. Und ja, das ist ein richtiger Beruf. Also ein Fallensteller quasi. Was treibst du hier? War es nirgendwo sicherer für dich? Die Wälder sind gut zu denen, die sie kennen. Wir jagen hier. Wenn wir Felle und Fleisch haben, handeln wir damit in New Eden. Aber das Wild wird weniger. Wir können nicht handeln. Also warten wir. Wenn sogar die Wölfe hungern, dann ist klar, dass ein harter Winter bevorsteht. Wir haben nicht Winter. Ja, genau. Wie lange bist du schon allein hier draußen? Keine Ahnung. Ich zähle die Tage nicht. Und außerdem bin ich nicht allein. Gott ist mit mir in der Heiligen Schrift. Soll ich euch etwas daraus vorlesen? Ein andermal vielleicht. Wer ist Ben, ja? Aber wir wollen ja erst nochmal weiter mit ihm reden. Du bist erschöpft. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie verdorben diese Wälder sind. Schläfst du gut? Ich schlafe nicht gerne. Ich sehe Dinge. Leuchtende Augen zwischen den Blättern. Was bedeutet verdorben? Von Geistern durchsetzt. Heimgesucht. Erzähl mir von deinen Albträumen. Es ist ein Albtraum. Und immer derselbe. Ben hat ihn auch. Kannst du ihn beschreiben? Nein. Nein. Es ist ein Albtraum. Nichts weiter. Wer ist Ben? Auch ein Fallensteller? Ja, der Beste von allen. Hat mir alles beigebracht. Er ist gerade nicht da, aber er ist bald zurück. Wo ist er hin? Die Brücke ist eingestürzt. Da kommt man nicht mehr rüber. Das stimmt. Im Schatten lauern böse Dinge. Sie wittern Fleisch. Das Wild ist knapp. Sehr knapp. Und Ben ist weg. Aber er wird das Wild finden. Ich weiß es. Wo hast du Ben kennengelernt? Wir haben uns gefunden. Brüder im Geiste, sagte er. Er ist gut zu mir gewesen. Zu gut. Warum? Er ist dir wichtig. Ja. Und ich bin ihm wichtig. Was verbirgt sich in den Schatten? Ist das das, was dich hier hält? Das und der Nebel. Wenn man nicht sieht, kann man auch nicht jagen. Ben schießt besser als ich. Und auch in den Wäldern kennt er sich besser aus. Ich würde ihn nur aufhalten. Nur aufhalten. Er hat den Mut verloren. Oder ein Geist hat ihn dessen beraubt. Ruh dich etwas aus, Jacob. Du hast es nötig. Wenn ihr Ben seht, sagt ihm, dass ich an ihn denke. Ein großer Junge. Selbst wenn er liegt. Man kann ihn nicht übersehen. Armer Junge. Er ist in Spektralspuren eingehüllt. Du hast deine erste Spukermittlung begonnen und musst den Geist untersuchen, der Jacob Lünde heimsucht. Benutze den Benachrichtigungs-Shortcut oder öffne dein Menü für die Spukermittlungen. Den Benachrichtigungs-Shortcut? Hä? Folgen. Ah, okay. Spuren des Geistes suchen. Ha! Ja gut, damit haben wir dann eine neue Aufgabe bekommen. Das ist anscheinend hier eine Nebenaufgabe, die wir theoretischerweise gar nicht hätten machen müssen. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge schauen, wie wir
ja, Ben finden, wobei ich da ehrlich gesagt nicht so ein gutes Gefühl habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.